Hallihallo, liebe Schwarzschaf-Freunde. Heute ist der bundesweite Tag des Vorlesens. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal genau das. Und zwar lese ich, na klar, aus dem Buch des schwarzen Schafs, natürlich Sardinien, ein Reisebuch direkt von der Insel für das ganze Jahr. Und auf den Spuren eben jenes schwarzen Schafes. Und ja, das Buch ist ja in Monatskapitel gegliedert. Und weil heute November ist, also den ganzen Monat ist November, aber heute auch. Und darum lese ich aus dem Monatskapitel, das wiederum den Traditionen und den Frauen Sardiniens gewidmet ist. Jedes Kapitel hat ja so sein Thema und ja, jetzt im November-Kapitel geht es halt um die Damen bzw. um die matriarchalische Gesellschaft, die es auf Sardinien gibt. Und ja, ich denke, ich fange einfach mal an. Also lehnt euch zurück, holt euch noch einen Tee. Und dann geht's los. Eine matriarchalische Gesellschaft. Der Kult um die Muttergöttin, Dea Madre, ist tief verwurzelt in der sardischen Kultur. Das mag ein Grund sein, warum die sardischen Männer speziell ihren Müttern, Großmüttern und Gefährtinnen, aber auch Touristinnen mit Achtung und Respekt begegnen. Die sardische Gesellschaft ist seit der Ausbreitung des Christentums katholisch-patriarchalisch geprägt. Aber die Wurzeln der matriarchalischen Kultur, die von den frühzeitlichen und nuragischen Einwohnern überliefert und tief in der Gesellschaft verankert ist, war unzerstörbar. Die Frau und Mutter barg das Geheimnis des Lebens. Die Fähigkeit, Leben zu schenken, hatte nur sie. Das Überleben der Menschen schien ausschließlich von ihr abhängig. Die Frau brachte neues Leben hervor, konnte nach der Geburt wieder die Gestalt eines Mädchens annehmen und den neuen Menschen aus sich selbst mit ihrer Brust ernähren. Eine enorme Energie und Kraft, die der Mann nicht hatte, die er auch nie haben würde und die daher so etwas wie Ehrfurcht in ihm auslöste, quasi göttlich. Die große Mutter, Grande Madre, oder Muttergöttin, Dea Madre, wurde von alten Kulturen im gesamten Mittelmeerraum verehrt. Auf Sardinien belegen archäologische Funde den Kult. Die ersten auf Sardinien lebenden Menschen glaubten an die Wiedergeburt des materiellen Körpers und das Weiterleben nach dem Tod. Sie nahmen an, das Leben ginge im Jenseits, Aldila, weiter. Sie legten Verstorbene in Erdhöhlen, Domus Dianas und Häuser für die Seelen, und gaben weibliche Statuetten und Bronzen hinein. Mit einem Ritual wurde die Dea Madre gebeten, die Verblichenen wiederzubeleben und sich um sie zu kümmern. Alte und neue Herausforderungen. Dieses kulturell verankerte positive Verständnis von Weiblichkeit gab der Frau als unverzichtbarem Teil der Gesellschaft viel Raum. Männer begegnen Frauen respektvoll. Davon profitieren heute alleinreisende Frauen auf Sardinien. Ich selbst habe nur positive Erfahrungen gemacht. Ein Blick auf das klassische Rollenverständnis von Mann und Frau lohnt trotzdem. Das kulturelle sardische Erbe kennt nämlich auch das Prinzip der Ehre, Onore. In manchem Dorf werden Frauen von Männern nicht aktiv angesprochen, speziell nicht, wenn sie in männlicher Begleitung sind. Da muss die Frau selbst klären, dass das in Ordnung ist. Auch gibt es alte Ängste, die im Alltag präsent sind, und patriarchalische Probleme, da einige Männer die Frau immer noch als Eigentum betrachten. Frauenmord, Femminicidio, ist in ganz Italien ein ernsthaftes Problem. Von beruflicher Gleichberechtigung ist man ebenfalls ein gutes Stück entfernt. Frauen sehe ich selten in wichtigen Positionen oder in Diskussionsrunden. Sie sind seltener Unternehmerinnen. Um Gehör zu finden, müssen sie selbst die Initiative ergreifen. Dann werden sie aber schnell akzeptiert und für voll genommen.
Da die Arbeitsmarktsituation auf der Insel schwierig ist, suchen viele junge Frauen gleichwohl ihre Erfüllung als Mutter. Das wird von der Gesellschaft wiederum getragen und sie deswegen nicht abgewertet. Homosexualität, Diversität und Transgender sind zwar keine Fremdworte mehr, aber in den konservativen Teilen der Gesellschaft noch nicht ganz verinnerlicht. Seit 2016 ist immerhin die Zivilehe, Unione Civile, für Homosexuelle in Italien legalisiert und die LGBTQ-Szene wächst. Die Gleichheit aller Geschlechter, auch derer, die man nicht versteht, ist gemäß italienischer Verfassung Fakt. Eigentlich einfach. Alle, egal welchen Geschlechts, begegnen sich auf Augenhöhe und respektieren sich. Da kann man sogar Grazia Deledda weiterdenken, die bereits 1913 schrieb: Un uomo libero è sempre adatto per una donna libera. Basta ci sia l'amore. Übersetzt ungefähr: Ein freier Mann ist für eine freie Frau gemacht. Es reicht, wenn da Liebe ist. Aus dem Roman Canne al Vento von Grazia Deledda. Die Frauen der Babagia, Umstände halber emanzipiert. In der Babagia mussten die Frauen unabhängig sein. Qua non si può rimanere, hier kann man nicht bleiben, sagten die Hirten, wenn das Herbstlaub am Gennargentu den Winter ankündigte. Der notwendige Weidewechsel zu Beginn des Winters war ein Moment, der von den Familien einiges abverlangte. Die Männer mussten mit den Herden von den kargen, abgegrasten Bergweiden in die fruchtbare Ebene ziehen. Nur Frauen, Kinder und Alte blieben im Dorf zurück. Sie waren ein gutes halbes Jahr auf sich selbst gestellt und mussten sich selbst organisieren und versorgen. Die Frauen verbargen ihren Schwermut und arbeiteten in den einsamen Monaten noch härter als sonst. Als Landfrauen und Bäuerinnen waren sie sicher keine zimperlichen Prinzessinnen. Die Frauen der Babagia gelten daher als besonders patent und selbstbewusst. Sie waren die einzigen im Dorf. Sie versorgten das Dorf. Sie waren das Dorf. Kein Wunder, dass Fonni als eines der ersten Dörfer in den 60er Jahren eine Bürgermeisterin hatte und auch heute eine hat. Die Frauen wussten sich, ihre Kinder und ihren Besitz zu schützen. Zur Not griff die patente Dame auch zur Flinte. Dieses Hausherrinnenprinzip ist bis heute lebendig. Die Frau hat im Haus das Sagen. Wer sich eine Sardin angeln will, sollte das im Hinterkopf behalten. Frauen im ländlichen Sardinien haben immer auch schwer gearbeitet. Weil keine Männer da waren, haben sie sich quasi Umstände halber emanzipiert. Traditionelle Ordnungen werden von Sardinnen darum wenig diskutiert. Im Gegenteil, sie tragen sie wie selbstverständlich ins Heute. Bei Festen und Umzügen scheinen sogar besonders viele junge Frauen und Männer die Tracht, il costume, ihres Dorfes zu präsentieren. Die Frauen und der Banditismo. Spannend ist die Rolle der Frauen im Banditentum. Banditen waren fast immer Männer. Die Delikte reichten von unerlaubtem Waffenbesitz über Ernte- und Viehdiebstahl bis zu Mord und Blutrache. Um nicht gefasst zu werden, versteckten sich viele in den unwegsamen und unübersichtlichen Bergwelten. Das Untertauchen, Latitanza, musste oft über Jahre durchgehalten werden. Ein hoher Preis für die ganze Familie. Wie verbreitet der Banditismus auf Sardinien war, erfährst du im Museo del Banditismo in Agus. Nur wenige Frauen nahmen einen aktiven Part in den Fehden ein und wurden als Banditessa bekannt. Die wohl erwähnenswerte Person ist Donna Lucia dell'Italia, die aus einer noblen Familie stammte und im 18. Jahrhundert in Sardiniens Norden mit Männern aus Nulvi und Chiaramonti Überfälle auf die Savoia anführte. Sie stahl zwar für das hungernde Volk, wollte aber für ihre Familie auch die Kontrolle über Nordsardinien zurückgewinnen. Irgendwann verschwand sie. Über ihren Tod wird spekuliert. Sie sei nach einer Liebesnacht mit einem Unbekannten von einer eifersüchtigen Magd stranguliert und umschlungen mit ihrem Liebhaber verbrannt worden. Sabandida nannte man Pasca de Vadis aus Orgosolo,
die in eine über ein Jahrzehnt andauernde Familienfehde hineingeboren wurde. Als ihr Bruder des Mordes beschuldigt wurde, soll sie bei der Tat Schmiere gestanden und insofern geholfen haben. Fast noch ein Kind war sie gezwungen, sich mit ihrem Bruder zu verstecken. Die einzige Möglichkeit, der Blutrache Vendetta zu entkommen. Sie flohen in den Supramonte, im Winter rau und unbarmherzig. Die körperlich zarte Pasca starb 1913 an Tuberkulose. Wer aber auf der Flucht bzw. im Versteck starb, war mit ewiger Schande bedacht. Also brachte man Pasca heimlich und vorbei an den Straßensperren nach Orgosolo. Die Familie kleidete sie in ihr Hochzeitskleid. Ihr Versprochener Michele befand sich übrigens wegen Mordes im Gefängnis. Und baten sie auf dem großen Tisch auf, wo die Carabinieri sie später fanden. Frauen hatten einen enormen Anteil daran, dass das System der Blutrache funktionierte. Das Gesetz des Schweigens, Omerta, war die Basis für oft erfolglose Bemühungen der Staatsgewalt. Keine Mutter verriet ihren Sohn, keine Frau verriet ihren Mann, keine Schwester ihren Bruder, keine Tochter ihren Vater, keine Großmutter ihre Familie oder Freunde. Sie schlossen die Fenster und Türen, wenn Polizisten ins Dorf kamen. Wurden sie etwas gefragt, war Schweigen die Antwort. Sie waren zudem fast unsichtbar. Über die Frauen von Orgosolo sagt man, sie seien schwarz gekleidete Personen, die schnell von einer Tür zur nächsten liefen und wieder verschwanden. Mit den traditionellen Trauergesängen, Sosatitos, verarbeiteten die Frauen den Schmerz des Verlustes ihrer Männer, Söhne, Enkel, Brüder und Freunde. Mancherorts jedoch sorgten sie dafür, dass die Blutrache weiterging. Die nächste oder älteste Angehörige sang in der letzten Strophe den Namen desjenigen, an dem der Tod gerecht werden sollte. Der Besungene und im Grunde ja auch Unschuldige floh noch in der gleichen Nacht in die Latitanza, in die Einsamkeit der Bergwelt. Sosatitos werden bis heute gesungen, auch symbolisch, wie zum Karneval in Lula. In diesem Dorf lebt übrigens Matteo Boe, einer der berühmtesten Banditen der Insel. Er hat seine Strafe abgesessen und ist heute ein freier Mann. Die hochkriminellen Zeiten sind längst vorbei, das Banditentum ist zum Glück Geschichte. Die positive Kehrseite der Medaille, die Frauen haben dazu beigetragen, dass sich dieser nicht einfache Wandel friedlich vollzog und sich sogar in Kunst äußerte. Der Protest von Pratobello, ein friedlicher Sieg. 1969. Der Banditismus war auf Sardinien noch weit verbreitet, während auf der Welt Friedensbewegungen und Studentenrevolten stattfanden. In dieser unruhigen Zeit wollte der italienische Staat bei Orgosolo eine militärische Übungsbasis errichten. Das Ziel? Kontrolle über die Region erlangen und den Banditismo mit Militärpräsenz zurückdrängen. Die Mehrzahl der Orgolesi waren aber mitnichten Berufsbanditen, sondern ganz normale Leute, Hirten und Landwirte. Bis heute lebt ein Großteil der Familien vom Hirtentum. Das Land, das der Militärbasis geopfert werden sollte, war in weiter Umgebung eines derjenigen, das von Natur aus gut bewässert und ganzjährig ertragreich war. Pratobello heißt schöne Weide. Schon die Nuragier lebten in der fruchtbaren, hügeligen Landschaft als Halbnomaden. Der geplante Militärübungsplatz hätte den Familien des Dorfes sowohl extrem nützliches als auch historisch wertvolles Land genommen. Sie mussten die Inbesitznahme verhindern. Am 9. Juni 1969 begann die friedliche Besetzung der Felder bei Pratobello und Duvilino. Fast 5000 Einwohner hatte Orgosolo und Umgebung. Ausnahmslos alle, alt und jung, besetzten und bewachten mehrere Tage und Nächte jedes Feld. Die Frauen des Dorfes stellten sich dem Feind unbewaffnet in den Weg und suchten den Dialog. Sie sahen ihnen in die Augen, sagten, was sie dachten, erklärten ihre Lage. Eine von ihnen sagte später, Orgosolo war berühmt für seine gewalttätigen Banditen. Viele der jungen Soldaten hatten aber vor uns Frauen Angst. Mehr jedenfalls als wir vor ihnen. Der Begriff
Valentia oder Uomo Valente bezeichnet einen stolzen Mann, der seinen Mut und seine Stärke bewiesen hat. In Prato Bello bezeichnete er die Haltung aller Dorfbewohner. Die Männer bemerken das nicht ohne Stolz auf ihre Frauen und Töchter. Diese Botschaft der Stärke und des Friedens von Prato Bello überbringen auch einige der gut 200 Wandmalereien und Murales in Orgosolo. Teresa, die sie restauriert, erklärt mir die Wichtigkeit des Ereignisses für die Menschen. Prato Bello war für Orgosolo wegweisend. Danach hat das Dorf sich verändert. Wir haben in jenen Tagen gelernt, uns auf vielfältige Weise und ohne Gewalt auszudrücken. Aus dem Banditendorf wurde das Dorf der Murales. Und Prato Bello ist bis heute freies Weideland, auch dank der weiblichen Stimme und einer Revolte ohne Gewalt. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Macht es gut, euer schwarzes Schaf.